Zu Hause. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Ausgabe von Festival TV Achtung Berlin. Wir haben zwei Gäste hier. Das ist Andreas Pieper mit Tochter Rose. Die ist Hallo. So dein Glücksbringer. Du stellst uns einen Film vor, Nachspielzeit. Da hast du auch das Buch dafür geschrieben. Und du bist beim Achtung Berlin Festival wirklich kein Unbekannter. Du warst hier mit all deinen Filmen bereits, haben wir gerade gesagt. Also mit Hakenland, einem Mittelland. Und 2011 warst du auch mit Entzauberungen, einem Langspielfilm, hier. Und dieser Film hatte beim Max-Ophüls-Preis dieses Jahr seine Uraufführung. Es geht dabei um Cem und Mehmet, dargestellt von Frederik Lau und Mehmet Ateşi. Und beide sind Neuköllner und können nicht so aus ihrer Haut, schaukeln sich gegenseitig hoch. Was ist denn da ihr Konflikt? Wer sind die beiden? Ja, also Cem, der von Mehmet Ateşi gespielt wird, ist in Deutschland geboren, in Neukölln geboren und hat aber türkische Wurzeln. Mhm. Und wie das in Berlin häufig so ist, ist er eben sehr stark mit seinem Kiez verbunden und zieht da auch einen Teil seiner Identität raus. Also er weiß nicht so richtig, was er mit seinem Leben anfangen soll und treibt so ein bisschen durch die Stadt, wenn man so will. Kann aber ziemlich genau sagen, was er nicht will, was er nicht nämlich ist. Nämlich so werden wie sein Vater. Und der zum Beispiel will er nicht so werden wie sein Vater. Ne? Aber er wehrt sich zum Beispiel auch gegen die Gentrifizierung des Kiezes. Also dass die Mieten immer teurer werden, dass vieles von dem, was für ihn Neukölln ausmacht, eben verschwindet. Mhm. Cem hat einen linksradikalen Background, sowohl von der Familie her, als aber auch von seiner persönlichen Sozialisation. Und dem gegenüber steht der von Frederik Lau gespielte Charakter. Roman. Genau, ja. Roman. Der allerdings nicht aus Neukölln kommt, sondern der kommt aus Lichtenberg. Mhm. Also es ist ein Stück weit eben auch so ein Ost-West-Konflikt, der da erzählt wird. Und Roman geht es ähnlich, dass er so ein bisschen verloren ist. Eigentlich noch weitaus mehr verloren als Cem. Die Familie ist irgendwie ziemlich auseinandergebrochen, kann man sagen. Und bei ihm ist das so ähnlich, dass er sich eben vor allem über eine Abgrenzung definiert. Dass er also nicht so sehr sagen kann, was er eigentlich will, aber er kann sehr genau sagen, was er nicht will. Und bei beiden Jungs spiegelt sich das so ein bisschen in den Fußballmannschaften, in denen sie spielen. Mhm. Also die Mannschaften vertreten auch so ihre Kieze. Und da treffen die beiden auch aufeinander. Mhm. Also es gibt ein Fußballspiel Sonntagmorgen und da sind die beiden Jungs Gegenspieler und bepöbeln sich halt 90 Minuten. Am besten gucken wir mal gleich in einen Clip rein. Film ab. Wir begrüßen unseren Gegner mit einem dreifachen Billigspor! Neukölln! Billigspor! Neukölln! Billigspor! Neukölln! Wir begrüßen unseren Gegner mit einem dreifachen Empor! Norros! Empor! Norros! Schiri, bist du blind oder was? Was, Mann, Alter, ey! Wir sind hier nicht auf dem Bazar, Kanacke. Peitschen kannst du in deinem Drecksdönerladen, hier nicht. Das ist ein Fischrestaurant, du Wichser! Ja, riech's, Mann. Hey, hey! Ja, was für Themen haben dich, du hast an diesem Projekt, glaube ich, sehr lange geschrieben, sehr lange auch recherchiert. Man spürt, mit was für einer Detaildichte du dieses Drehbuch versehen hast. Welche Themen haben dich denn da gereizt, beschäftigt? Ja, also generell ist es beim Filmemachen immer interessant, finde ich, in Milieus einzutauchen. Mhm. Also es gibt ja so eine Art von Filmemacher, die machen eigentlich immer denselben Film, der von ihnen selber handelt. Also Woody Allen ist so ein klassisches Beispiel, aber gibt es ja doch so einige. Und ich finde, das Tolle an der Kunstform ist eigentlich, dass man eben sich fremde Milieus so aneignen kann. Also ich bin weder in Lichtenberg aufgewachsen noch in Neukölln. Ich mag aber beide Kieze auf ihre Art und Weise. Mhm. Und ich kenne eben auch viele Leute in beiden Kiezen. Und da sind ganz viele Elemente drin, die natürlich dramaturgisch verdichtet sind, die ich aber wirklich so recherchiert habe, wie du das gesagt hast. Ne? Und ich habe selber Fußball gespielt. Ich weiß also, wie so Situationen eskalieren. Mhm. Und dass da eben, dass das auch ein lustvolles Element hat und dass das eigentlich schon eben wirklich auf dieser Identitätssuche beruht. Also dieses alte Männlichkeitsding, sich zu beweisen, das kann man ja heutzutage kaum noch.
Und auf dem Fußballplatz geht das aber. Geht und das war eben, das hat mich interessiert, darüber einen Film zu machen. Mhm. Also wie funktioniert Identität in so einer komplexen Stadt wie Berlin, in so einer großen Stadt, in so einer heterogenen Stadt? Mir fallen die zwei ganz unterschiedliche Aspekte ein. Zum einen die Anfangsszene, die eine große Brutalität vorhersagt. Die Anfangsszene ist so, wir sehen einen Mann, nämlich Roman, kniend und Cem steht darüber und wird angestachelt von einem dritten Figur, nämlich Kali, den jetzt quasi fast zu enthaupten. So. Das schafft schon mal eine Anspannung beim Zuschauer, ein Gefühl in der Magengrube, das einen die ganze Zeit lang mitbegleitet. Gleichzeitig hast du aber auch sehr poetische Momente darin. Also die Cem versucht, also nähert sich Astrid an, einer Pflegerin in dem Heim, in dem er arbeitet. Und das sind auch ganz idyllische Momente. Erzähl uns mal, wie ihr die Kameraarbeit angegangen seid. Ja, also erstmal, es ist eben ein großes Glück, dass Armin den Film gemacht hat. Und ich bin ihm sehr, sehr dankbar, weil er mit großem Einsatz dabei war. Das war unsere erste Zusammenarbeit. Ich habe an der HFF in Babelsberg studiert, Armin an der DFB. Auch so ein bisschen Schubladen und Überwindung von Vorurteilen, wenn man will. Und diese erste Szene, die du da ansprichst, die ist komplett Handkamera gemacht, weil es uns darum ging, in dem Moment möglichst nah an der Gewalt dran zu sein und die möglichst, dass sie sich möglichst authentisch anfühlt. Also wenn wir am Anfang in den Film reinspringen, dass man nicht das Gefühl hat, das ist so eine überinszenierte Comic-Brutalität, sondern in dem Moment sind wir ganz nah dran, auch ganz nah an der eigentlichen Hauptfigur, Cem, also der eben in dem Moment die aktive Figur ist. Und insofern gibt es da nicht so einen großen Widerspruch zu der Zärtlichkeit, die eben auch eine große Nähe hat. Also es war eigentlich immer das Ziel, eine zu starke Formalisierung zu vermeiden und eher den Figuren Raum zu geben und nicht durch eine übergroße Formalisierung abzulenken davon. Also dass man irgendwie sagt, wow, was für tolle Effekte, aber dann eigentlich darüber verliert, worum geht es in der Szene. Ich bekomme gerade ein Zeichen, wir sind am Ende unserer Zeit. Die Idee ist ja auch, die Leute dazu zu bewegen, in den Film reinzugehen und in die Kinos zu gehen. Aber herzlichen Dank fürs Kommen. Ihr lauft auch im Wettbewerb. Von daher drücken wir euch da auch die Daumen dafür. Ja, Andreas Pieper und Rose, danke, dass du auch so mitgemacht hast. Und ja, alles Gute. Vielen, vielen Dank. Genau, und wir schalten jetzt um zu den Kolleginnen vor Ort. Das sind Nathalie und Silvia. Und danach sehen wir uns nochmal, und zwar mit Liebe mich von Philipp Eichholz.